ich nehme dich heute mit an diesem wunderschönen goldenen Herbstwettertag. Es ist so schön, die Sonne scheint hier rein. Ich habe direkt gute Laune. Also heute, beziehungsweise im Moment, steht alles im Zeichen von die Schule hat wieder gestartet. Back to school. Ja, unsere Herbstferien sind leider schon wieder vorbei. 2 Wochen lang hatten wir ja und das geht immer so schnell. Wir nehmen uns immer so viel vor in den Ferien, was wir mit den Kindern machen möchten, was wir vorbereiten möchten. Haben dieses Mal zwar alles geschafft, aber ja, irgendwie hätten wir gerne noch mehr geschafft. Was ich dir... Justus, was machst du denn da? Ich spüre doch den Filter hier aus. Ach so, ich habe gerade hier noch durchgesaugt. Und dann hat mein Staubsauger angezeigt, nö, 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 der Filter. Irgendwas war mit dem Filter. War der verstopft? Nee, er muss ab und zu muss er mal gleich. Was war denn da drin? Ja, auf jeden Fall macht Justus gerade den Filter sauber. Ich hatte dir auch schon erzählt, dass in der Schule jetzt alles so ein bisschen anders ist, im Kindergarten auch. Elisa ist übrigens gerade im Kindergarten, die hole ich gleich ab. Und zwar, dass sie ja jetzt immer alles durchlüften, damit, ja, weiß ich nicht, die Kinder schön unterkühlt sind. Und da haben wir so ein paar Vorbereitungen getroffen, der Justus und ich. Wir beide hatten so richtig tolle Ideen, wie wir unsere Kinder ordentlich auf diese Winterzeit vorbereiten, wenn sie ja quasi im Klassenzimmer sitzen und die ganze Zeit bibbern müssen. Ja, ist ja auch eine ganz tolle Idee, ne? Ja, doch krass ist das ja, also Schule, ja, sind ja schon größere Kinder, die sich schnell an- und ausziehen können. Aber das ist ja auch im Kindergarten, das ist ja auch so. Ja, dass die da, die dreijährigen Kinder, alle paar Minuten müssen da die Fenster aufgerissen werden. Ja. Und jetzt ist es nur 10 Grad draußen, kalt. Aber der Winter im Winter kommt. Wird es noch ein bisschen kühler werden. Das heißt, ja. Die haben jetzt richtig coole, hast du schon erzählt? Sind so extra Jacken? Ja, das zeige ich jetzt, genau. Ach, okay. Ich zeige dir jetzt den Haul, weil ich hatte das auf Insta-Stories auch versprochen. Dass ich dir so ein bisschen zeige, womit wir uns oder unsere Kinder darauf vorbereiten, weil ja, man muss ja auch da in der Schule sitzen und trotzdem lernen, aufpassen, im Unterricht mitmachen, arbeiten und Tests schreiben, während man friert und so. Und da wollen wir einfach, dass es denen so gut wie möglich geht in dieser Zeit. Und da habe ich erstens mal, okay, das gehört jetzt gar nicht so dazu, aber wir haben die Kinder auch schon mal Stiefel- und Schuhmäßig auf die Herbst-Winterzeit vorbereitet. Dafür interessieren sich immer ganz viele, wie wir unsere Kinder so ausstatten. Ich habe einmal diese Stiefel für die Clara, beziehungsweise die Clara hat sie sich selber ausgesucht. Meine Kinder haben so ein bisschen schwierige Füße. Sie haben einen hohen Spann, so heißt das, glaube ich. Ja. Also das heißt, hier muss es richtig auch hochgehen, sonst ist es denen hier viel zu eng, da kommen sie gar nicht reingeschluppt. Und auch hier die Breite, hier, also wo die ganzen Zehen sind, muss es auch breit genug sein. Und das sind viele, viele Schuhe nicht. Deswegen brauchen wir mal ewig lange im Schuhladen, um erstens mal einen passenden Schuh zu finden. Und dann muss der passende Schuh ja auch noch so hübsch aussehen, dass es meinen Kindern gefällt und dass sie es auch gerne anziehen wollen. Ich hatte auch schon mal Schuhe gekauft, die dann gepasst haben, aber ja, die fanden sie dann nicht schön und wollten sie dann gar nicht anziehen. Und das ist natürlich dann auch doof. Das hat Clara gefallen. Wer hätte es gedacht? Mit diesem Pferdepony drauf. Aber der hat ja auch tatsächlich als einziger Stiefel überhaupt gepasst. Der ist wohl auch wasserundurchlässig oder irgendwie sowas. Ich weiß es gar nicht. Sie meinte, nur beim Reißverschluss könnte es sein, dass es dann irgendwann durchsickert. Aber auch da ist es wohl doppelt gesichert. Ja, und ist schön gefüttert. Guck mal. Oh, richtig schön warm. Also Claras Schuhe sind das. Johanns Schuhe sind die hier. Die hat er sich ausgesucht. Die findet er cool. Mit 10 Jahren hat man schon seinen eigenen Modegeschmack. Deswegen hat man als Eltern da nicht mehr viel mit Sprachrecht. Mir ist nur wichtig, halt, dass sie wirklich passen. Dass sie schön warm halten. Die sind auch schön gefüttert. Und dass es ihm gefällt. Dann bin ich glücklich. Genau, das sind seine. Und Elisas kann ich dir nicht zeigen. Die hat sie schon mitgenommen. Elisa hat 2 Paar bekommen. Einmal auch solche Stiefelchen und einmal auch nochmal extra welche für den Kindergarten. Die lassen wir dann dort. Die hat sie dann da zum Manschen. So ein bisschen wie Gummistiefel, aber ja, nicht so ganz Gummistiefel, sondern auch so ein bisschen wie Stiefel, damit man sie auch gut anziehen kann. Und Gummistiefel halten ja meistens nicht so gut am Fuß. Das habe ich dir auch schon im Vlog erzählt, dass ich den Kindern diese Wollwalk-Jacken gekauft habe. Sie sind angekommen. Also für jedes Kind. Die Mädels haben sich beide für diese weiße Farbe entschieden. Johann hat das in dunkelblau. Sogar mit Kapuze. So sieht das aus. Also sie ist zwar sehr dünn. Man denkt ja immer, oh, dünne Jacken. Hält nicht schön warm, aber
dieser Stoff ist halt das, was so wirklich trotzdem sehr warm hält. Und ja, damit können sie dann in der Schule sitzen, ohne dass sie so eine super dicke Winterjacke anziehen müssen. Damit können sie dann trotzdem sich bewegen und schreiben und so. Also, das einmal für Clara. Elisas ist auch schon wieder mit im Kindergarten. Johanns kann ich dir gleich oben zeigen. Das hat er an seinem Schulranzen, das will er da mitnehmen. Dann habe ich ja noch ein paar Sachen gekauft, ein paar Gadgets. Es sind noch nicht alle Sachen da, also ich muss noch ein paar Sachen besorgen. Und zwar eine Decke. Das haben mir ganz viele geschrieben aus der Community, dass bei denen das wohl von den Lehrern erlaubt ist. Erlaubt. Ich weiß nicht, warum das nicht erlaubt sein sollte, aber ja, in der Schule und bei Lehrern ist es ja manchmal ein bisschen anders. Auf jeden Fall dürfen viele eine Wolldecke mit in die Schule nehmen und sich die dann so zum Beispiel über die Beine legen, damit die Beine nicht unterkühlen. Und so sitzen dann wohl viele Schüler im Moment auch schon in der Klasse. Das fand ich eine richtig gute Idee, deswegen werden meine Kinder solche Wolldecken mitnehmen. Beziehungsweise das sind ja noch diese Babydecken von uns damals. Was hast du vor? Ich möchte meine Dekos rausbringen. Ist heute ein bisschen kalt, ne? Clara? Ich sag's Papi. Ja, lieber nicht, heute ist es zu kalt. Ja, die Dekos mögen es nicht so gerne kalt. Okay, also Clara und Justus räumen gerade den Deko-Käfig nochmal aus. Der muss ja ab und zu mal erneuert werden, deshalb machen die das da gerade. Aber für den Käfig draußen heute mit den Dekos ist es, glaube ich, zu kalt. Also ist es schon Herbst und nicht, dass die beiden sich noch einen Zug holen, die kleinen süßen Mäuse. Nein, also diese Babydecken sind ja noch von unserem eigenen Mami-Seelen-Shop damals. Gibt es leider nicht mehr käuflich zu erwerben. Ich liebe die Decken trotzdem so sehr. Wir haben auch noch ein paar Musterstücke. Die werden wir auf jeden Fall auch für das vierte Baby dann benutzen. Da freue ich mich schon drauf, unser Baby hier einzuwickeln. Wir haben eine Seite Baumwollstoff, auf der anderen Seite dieses, ja, etwas dickere an Stoff. Also richtig schön warm. Genau, davon haben wir auch verschiedene Muster, deswegen für Johann auch eins in einem wunderschönen Bärenstoff. Das riecht richtig cool aus und dann können sich die Kinder da so einfach die Beine drüber legen. Also das und achso, das hier ist ein Hausschuh. Ja, die Kinder ziehen ja in der Schule und im Kindergarten Hausschuhe an. Und bevor sie da mit diesen dünnen Latschen da rumlaufen, habe ich gesagt, gut, dann kriegt meine Tochter, das ist jetzt für Clara, diesen Stiefel mit als Hausschuh. Damit wird sie auf jeden Fall auch nicht frieren. Dann habe ich sowas hier gekauft. Das kennst du bestimmt, das ist jetzt nichts Neues. Aber ich fand das ganz lustig. Und zwar sind das Taschenwärmer. Das sind diese Dinger, die man so einmal knickt. Da ist so ein Ding drin. Das knickt man und dann wird das warm. Und dann können sie sich das einfach in die Jackentasche tun und dann sich immer mal wieder aufwärmen. Und das mögen ja die Kinder im Moment in der Schule sowieso total gerne auf dem Pausenhof. Und meine Kinder hatten sowas noch gar nicht, deswegen war das höchste Zeit, dass ich auch sowas besorge. So Toaste sind das. Und das sind so Ballerinas. So sehen die aus. Fand ich ganz hübsch. Die kann man auch immer wieder benutzen, weil man sie dann einfach zu Hause nochmal aufladen kann. Dann habe ich noch das gekauft. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Das sind einfach nur Sitzkissen, weil der Popo wird ja meistens warm. Ich möchte nicht, dass meine Kinder sich eine Blasenentzündung holen oder so. Ja. Deswegen habe ich ein Sitzkissen geholt. Das sind auch nur so ganz dünne. Das sind zwei Stück. Einen für Johann, einen für Clara. Da können sie sich das einfach auf den Stuhl tun in der Schule. Ich denke, das wird ja kein Problem sein und erlaubt sein. Dann habe ich mir noch folgende Dinge aufgeschrieben. Fingerhandschuh finde ich ganz gut, weil dann können sie ja trotzdem noch schreiben. Thermohose, genau, diese ganzen Thermosachen. Thermohose, Thermoleggings, diese Sachen, da wollte ich nochmal schauen, ob ich sowas bekomme. Finde ich irgendwie schwierig. Also falls du da einen Tipp hast, wo ich das herbekomme, dann schreib mir das bitte. Da bin ich noch auf der Suche. Dann war ein Tipp auch aus der Community, eine Wärmeflasche. Auch sehr gut. Kann man sich auch einfach auf die Beine zum Beispiel legen. Und eine Thermoskanne mit Tee oder warmem Kakao oder irgendwie sowas gefüllt. Und dann überstehen sie, denke ich, mit diesen Goodies hier die paar Stunden in der Schule. Und bevor die Kinder einmal in die Schule gehen, sich einen Zug holen und krank sind und wieder zu Hause bleiben müssen. Deswegen, ich weiß nicht. Du kannst mir mal schreiben, was du von dieser Regelung hältst. Das ist ja bestimmt bei dir auch schon angekommen. Das ist ja überall, glaube ich, jetzt mittlerweile auch. Und deswegen, ja, schreib mir mal, wie du das findest, dass jetzt
immer und ständig gelüftet werden muss. Oh, der Postbote. Johanns Jacke wollte ich dir noch zeigen. Liegt hier schon über seinem Ranzen. Ja, das ist die, also einfach genau dieselbe Jacke. Auch mit Kapuze, nur halt in diesem wunderschönen Blau. Das hat er sich auch selbst ausgesucht, fand er schön. Ansonsten sieht das Zimmer noch ein bisschen chaotisch aus. Matratze steht noch hier, weil sein Kumpel hier übernachtet hatte. Johann liest gerade. Ja, ich lese gerade Krabat. Krabat. Ja, Krabat. Kennst du Krabat? Deutsche Literatur. Ich weiß nicht, ich fand das Buch nicht so. Aber Justus mag das und deswegen meint er zu Johann, sollte er das doch mal lesen. Hallo! Hallo, Elisa ist wieder da. Elisa wurde gerade vom Kindergarten abgeholt. Mhm. Und was hast du mitgebracht? Ein Lolli. Ein Kindergartenkind hatte Geburtstag. Und was ist das für ein Lolli? Erlware. Erlware. Ja, das ist toll. Ich gehe in Klaras Zimmer. Ja, gehen wir mal in Klaras Zimmer gucken. Sieht doch schon super aus. Ja. Wir sehen jetzt nicht mehr so super aus. Ja. So, also sind wir jetzt fertig. Das Ebenen heißt, auch geändert oder nicht? Wir haben leider keinen Sand mehr. Oh, Justus, gestern. Ja, gestern. Ich dachte, du hast vergessen, dass du mich gestern daran erinnert. Habe ich noch gefragt, brauchst du noch was für die Degus? Und jetzt haben wir gar kein Sandbad, oder wie? Ja. Oh. Können wir gleich nachher sorgen. Aber schick geworden. Clara, bist du zufrieden? Ja. Sieht richtig gut aus. Und hier sieht es am saubersten aus, finde ich. Ja. So, die können sich das wieder selber einrichten. Ne? Jetzt nur ein paar Spielsachen rein, ne? Ja. So, das wollten wir noch reintun. Hier soll das Sandbad gleich wieder hin, ne? Können wir das vielleicht hier hin? Ja, das ist auch... Schön. Dann musst du es aufhängen. Nee. Die müssen doch arbeiten. Die haben da oben schon genug zu hängen. Aufgehängt, ach so. Ja, das muss jetzt nicht alles voll sein. So ein Ding? Guck mal. Ah, nee, das ist ja Fessen. Das ist noch normal. Klaras Lego-Schokolade hier. Mit Leckereien alles und voll. Spielzeug. Gut, nice, ich glaube, das reicht. Klara, das reicht. Nice. Nee, Mais haben sie doch gerade noch. Oben. Dann kannst du das hier noch unten reinlegen. So, und irgendjemand tut das immer wieder raus. Ja, ich tue das immer wieder raus. Sie sollen nicht ständig immer das Naschi drin haben. Ich will doch, dass sie kommen, wenn ich sie fütter. Ach so. Elisa, tritt du mal nicht auch noch mit rein? Ja, genau. Meine ich Süße. Hier gleich... Und hier der Schmissbereich. Falls sich jemand fragt, warum hier Klopapier liegt, das ist für die Degus. Vielleicht erinnerst du dich, ich habe doch extra ungebleichtes Klopapier gekauft. Ich habe es extra aufbewahrt. Genau, weil Clara damit auch was bastelt. Also so kleine Tütchen damit formt oder auch Häuschen damit baut und dann können die Degus das zerfleddeln. Jetzt gucken wir mal rein. Clara, kannst du ja schon mal die Degus holen? Ja. Damit sie ihr kleines neues Häuschen gleich beziehen können. Hallo. Hallo. Ja, so sieht das gerade aus. Unten, das war übrigens die beste Investition, super mega teures Laufrad, aber der läuft einfach wie eine Eins. Macht keine Geräusche. Und die Degus lieben das Teil. Die sind da ständig drin. Und laufen und laufen und laufen. Hier sind dann noch so Naschis. Die Degus kommen jetzt. Jetzt geht's los. Hier draußen, hier. Ich mach's mal oben. Okay. Dann büchsen sie auch nicht so schnell aus. Also. Da sind sie. Wo denn? Da sind sie. Guck, wir schon direkt rein. Wie sehe ich aus? Da vorne. Ich muss aus. Und reingehüpft. Jetzt wird erkundet, direkt erstmal ins Häuschen rein. Oh, was ist denn hier los? Oh. Müssen noch neue Wege erkundet werden, offensichtlich. Wie findest du das hier? Oh, Loki. Loki findet es gut. Loki, nee, du darfst nicht. Also unten waren sie noch nicht. Jetzt schnuppern sie erstmal nur die obere Etage. Ist ja auch schon viel zu entdecken. Wer ist hier? Wer ist hier, Loki? Der Herr Loki. Der Herr Loki. Der kennt das hier schon. Du darfst nicht rein, wenn hier die Tür auf ist. Du könntest reinlaufen. Loki findet das super spannend hier, ne? Ja, vor allem die Degus. Ja. Loki, geh mal raus. Ich glaube, er hat es extra gemacht. Hallo Maus. Wir können ja Hallo Maus. Ich liebe diese Mäuse, sie sind so süß.
Lukis Reaktion. Er möchte einfach nur schlafen. Guck mal, er schnurrt ganz doll. Ist gut hier, ne? Mäusekino. Wenn die Kinder mit ihren Büchern fertig sind, also Johann mit Krabat und Clara mit... Was liest du gerade, Clara? Das Löwenamulett. Ach so. Danach diese Reihe anfangen. Also diese Bücher, die gebundenen, die hatte ich schon von mir damals. Und die habe ich für die Kinder neu gekauft, einfach damit die Reihe komplett ist. Ich hatte diese Bücher nämlich damals von meiner Freundin ausgeliehen und dann brauchte ich sie halt nicht selber kaufen. Aber es ist natürlich schöner, wenn man die gesamte Reihe hat. Du kannst mir mal schreiben, ob du ein Potterhead bist. Bist ein Harry Potter Fan, ja oder nein? Schreib mir das mal. Also ich fand die Bücher gut. Ich fand sie wirklich gut. Das hat mir richtig Spaß gemacht, diese Bücher zu lesen. Es gibt ja auch Bücher, die liest man dann und dann hat man danach so das Gefühl, irgendwie war das Zeitverschwendung. Aber diese Bücher waren echt toll. Also man war richtig in der Geschichte drin und so. Von daher in meinen Augen absolut gerechtfertigt gehypt. Justus kann es nicht so gut nachvollziehen, warum man irgendwelche Fantasiegeschichten so sehr hyped. Was wir auch noch gerne lesen, ist zum Beispiel Holbein. Wenn du Holbein kennst, er schreibt auch ganz tolle Bücher, auch sehr Fantasy, aber spannend, auch mit Moral und so. Also wirklich toll, habe ich auch gerne gelesen damals. So, kannst du auch mal zeigen. Das ist nämlich die große Futterbox der Degus. Da haben wir alles drin. Gerade neu aufgefüllt. Da, das riecht so gut. Das ist so eine Mischung aus Blüten, aus Kräutern, aus Blättern, Heu, genau, also alles, was Degus gerne mögen. Und das riecht so gut wegen diesen Blüten hier drin. Oh, das duftet herrlich, jetzt so im Herbst. Das ist doch schon ganz gut, sowas zu Hause zu haben eigentlich. Ja, und da kann Clara einfach immer reingreifen. Wir haben das komplett durchgemischt, weil wir haben die Komponenten einzeln gekauft. Und Clara muss da jetzt nur einmal reingreifen und den Degus dann was geben. Ach, guck mal, jetzt sind sie unten und fragen sich, wo ihr Sandbad ist. Das fehlt nämlich noch. Ach, guck mal, jetzt das wird... Das holen wir gleich. Ja, genau, jetzt wird gelaufen. Ich habe eben noch erzählt, dass sie das Laufrad gerne mögen, ne, Clara? Sie lieben das Laufrad. Ja. Sie hatten ja früher so ein Holzlaufrad. Genau, ein Holz. Sie sind ja auch stundenlang gelaufen. Mm. Aber es war so laut, ich konnte nicht mehr schlafen. Das hat gequietscht, das hat gerattert und das läuft einfach so, ja, wie Sahne. Sahne. Guck mal, das haben sie einfach aufgeknabbert. Ja, also er knabbert natürlich alles. Das sind schon kleine Mäuschen hier, aber wirklich süß. Ganz, ganz tolle Haustiere, also Nagerhaustiere. Wirklich toll. Guck mal, mein Kind ist da hochgesprungen. Und die Mädels machen sich jetzt fertig. Du musst ja noch dein Schild abmachen, Clara. Auf der anderen Seite hast du noch Schild. Achso, das sind jetzt auch Elisas Schuhe. Das können wir dir auch mal zeigen. Die sind auch richtig toll. Und bei hier unten sind sie nicht dreckig. Noch nicht. Aber... Die sind noch sauber, wenn ich so eine Masche schwinge, dann sind sie schmutzig. Genau, dann werden sie schmutzig. Das macht aber nichts, sind ja Schuhe, ne? Die können ruhig schmutzig werden. Ja, Justus, wollt jetzt los? Ja, meine Schuhe sind auch. Sand holen für die Degus, obwohl wir das hätten gestern schon machen können, dann hätte er heute nicht losfahren müssen. Das ist übrigens Claras Outfit für ihr Reitabzeichen. Und ich darf gar nicht reiten, weil ich darf ja das nicht, Mami. Noch nicht, Elisa, okay? Mhm. Ich versuche es noch so lange wie möglich hinauszuzögern. Mhm. Nein, das war voll süß. Also schau dir mal Claras Sido dazu an. Da hat sie ihr Reitabzeichen gemacht und war so schick angezogen. Ich finde das so süß. Mhm. Ich bin so stolz auf Clara, ne? Dass sie das echt geschafft hat. Ich habe schon ein bisschen gepippert, ob das so klappt und so, aber hat geklappt. Sehr stolz auf die Clara, wirklich. Achso, willst du deinen Regenschirm zeigen? Also, ich mache es mal auf. Ja, mach mal auf. Das war dann nämlich sieht man das besser. Im Schuhgeschäft tatsächlich. Und dann. Oh, ein durchsichtiger mit Einhorn, Pegasus, Regenbogen. Alihorn nennt man das. Wie nennt man das? Alihorn. Ja, okay. Und bei den Schuhkaufen habe ich das bekommen. Genau, beim Schuhkaufen gab es auch Regenschirme. Und da meinte Elisa, ich brauche einen Regenschirm, weil ich habe noch keinen Regenschirm. Weil sonst habe ich keinen Regenschirm mit. Das ist für Regen. Ach so, ja.
Da könnt ihr nicht reinpassen. Ja, das ist für kleine Kinder, ne? Also fahren wir jetzt nochmal los zum Tierladen. Da nehme ich dich heute nicht mehr mit. Da habe ich dich schon ein paar Mal mitgenommen. Vielleicht mache ich da ein bisschen Insta-Story mit. Dann kannst du sehen, was wir da so machen. Und ich würde sagen, für heute verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Mami, kannst du das zumachen? Wieder zumachen, ja. Und dann gucke ich auch, was es für neue Degos gibt. Okay.